DJ Tomic. Was ist denn los? Das habe ich mich auch gefragt. DJ Tomic ist für mich persönlich der, der mich am meisten genervt hat in den letzten Tagen oder Wochen. Ich habe auch wieder über Twitter irgendwann mal eine Nachricht bekommen. Und also er hat mir geschrieben, folg mir mal bitte, ich muss dir eine Direktnachricht schreiben. Dann bin ich ihm gefolgt und hat er mir geschrieben so, wann zahlst du denn deine Rechnung? Dann habe ich so überlegt, diese Rechnung zahlen. Ich habe ihm geschrieben, was meinst du denn? Also ja, du weißt schon, wann zahlst du denn jetzt endlich mal deine Rechnung? Ich meine, ey, ganz ehrlich, Tomek, so, ich habe gar keinen Bock auf so Spielchen. Wenn du was willst oder was kriegst, so, dann sag mir, was du bekommst und dann können wir drüber reden. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich habe hier noch ein Bushido Echo-Album rumliegen. Ich sage ganz ehrlich, trau mal weiter. Habe ich ihm gar nicht mehr geantwortet. Dann hat er dann irgendwie so ganz kryptisch immer geschrieben, so ja, also dann habt ihr das mitbekommen alles irgendwie. Und ich wusste aber gar nicht, worauf der hinaus wollte. Und dann habe ich... dann habe ich irgendwann mit Echo telefoniert und meinte, sag mal, kannst du mir vielleicht mal auf die Sprünge helfen? Vielleicht habe ich es auch vergessen in den Jahren. Gibt es irgendwo ein Album von uns beiden? Ich meine, ich würde es ja eigentlich wissen. Ja, so, nee, eigentlich nicht. Ich so, ja, gut. Also, ja, ich habe schon gelesen. Tomic behauptet das irgendwie, ne? Ich meinte, ja, und der meinte irgendwie, er will das jetzt online stellen und so. Und dann meinte Echo irgendwann, weißt du was, ich habe noch einen Song von uns beiden von damals. Und dann meinte ich so, okay, weißt du was, komm, dann stellen wir den Song online, dann schenken wir den Song den Leuten. Weil ich wollte mich jetzt auch nicht so auf diese Erpresser-Scheiße einlassen von Tomic, ne? Und er hat dann irgendwann Echo geschrieben und meinte, gib mal bitte Bushido meine Nummer, der soll mich mal anrufen. Habe ich mit ihm telefoniert und dann meinte ich so, ja, was willst du jetzt eigentlich? So, also, ja, und du hast mir versprochen, dass ich, also wenn ich euch beiden ein Album umsonst produziere, dann kriege ich ein Feature von dir. Und ich mache jetzt ein neues Album und ich will jetzt ein Feature von dir. Bist du bescheuert, Mann? Voll Wichser, habe mit ihm dann auch telefoniert und so, er sagt, ja, guck mal, pass mal auf, ja, so auf der Straße läuft es anders und so, sagt Tomic dann zu mir. Ich meine, ja, gut, dann läuft es halt auf der Straße anders, aber ich sehe da keinen Grund, dir da irgendwo zu helfen, so, es gibt nichts, was ich bezahlen müsste und so. Hab den Song online gestellt und seitdem hat er sich ja nie wieder gemeldet, also ich habe selber keine Ahnung davon. Dir ist noch ein Missgeschick passiert auf Twitter mit seiner Handynummer, kann das sein? Naja, so ein Missgeschick war das jetzt ja auch nicht. Okay, gut, nö, dann haben wir das auch geklärt. Meinst du, wo ich aus Versehen seine Nummer gepostet habe, ne? Ja, ja. Achso, ja, stimmt, das passiert ab. Ja, das war natürlich, ja. Das war ein Missgeschick, ja. Aber kann man löschen, weißt du? Ja. G-technisch. Achso, weil ich hatte geguckt, also dabei, ich glaube, ich hatte noch eine alte App gehabt, also bei mir stand da jetzt nichts von löschen oder so. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn irgendwas ins Internet kommt, dann kann man es, also ich kann es zwar löschen, die Nummer, also jeder, der das retweetet und so, der hat das ja, das ist ja wie so Zellteilung irgendwie. Ja, das kannst du nicht mehr aufhalten. Hm.